Hey Leute, Manu ist wieder unterwegs, darum stehe ich wieder vor der Kamera, Mo hinter der Kamera und wie ihr seht, wir sind draußen, weil wir haben uns was überlegt für das heutige Video. Wir haben gedacht, wir schauen heute mal, was man lokal bekommt, weil unsere Eltern haben immer gesagt, kauf die Sachen lokal, da bekommt man den besten Preis. Vielleicht war das früher so, heute auf jeden Fall nicht mehr, denke ich. Wir schauen da mal nach, was uns empfohlen wird, ob uns überhaupt was empfohlen wird oder ob wir vielleicht direkt wieder rausgeschmissen werden. Dieses Video wird unterstützt durch Crucial und ihre neuen T700 M.2 SSD. Ja genau, es ist eine SSD und nicht der Terminator. Nein. Crucial haut jetzt nämlich mit ihren neuen ultraschnellen M.2 SSDs nun endgültig jeden Geschwindigkeitsjunkie aus den Socken. Denn die T700 ist wohl die schnellste M.2 SSD auf diesem Planeten. Denn sie unterstützt jetzt PCI Express 5.0 und erreicht damit Geschwindigkeiten jenseits von Gut und Böse. Um genauer zu sein, 12,4 GB pro Sekunde im Lesen und 11,8 GB pro Sekunde im Schreiben. Und damit katapultiert sich die T700 auf Platz 1 in jeder Einkaufsliste von Menschen, die gern Sachen auf ihrem PC hin und her kopieren. Doch nicht nur Kopierfetischisten kommen auf den Genuss dieser rasanten Geschwindigkeiten, sondern mit der Unterstützung von Microsoft Direct Storage sorgt die T700 dafür, dass jeder Gamer wie du und ich auch weniger Zeit vor den Ladebildschirmen verbringt. Ich kann nur sagen, wer das Schnellste vom Schnellsten möchte, der kommt um die T700 nicht drumherum. Mehr Informationen zu SSD und Crucial findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Wir gehen in verdeckter Mission jetzt da rein, wechseln auf die Undercover-Kamera und sehen uns dann gleich im Markt wieder. So, dann gehen wir mal rein. Aha, sogar im Angebot gibt es die hier gerade. Hallo, könnt ihr mir weiterhelfen? Ich würde gerne einen Gaming-PC kaufen, ich habe so 600 Euro. Als Gaming-PC würde ich den hier nicht bezeichnen. Wenn ich alles in Low spiele, dann laufen vielleicht ein paar Spiele drauf, aber so richtig Gaming ist halt 1000 Euro plus. Also mit dem könnte man Fortnite nicht wirklich spielen, oder? Nicht mit einer hohen FPS-Zahl zumindest. Eine 3060 ist gute Einstiegskarte von Nvidia, alles drunter ist. Muss sich halt echt Abstriche mit Qualität machen von der Leistung, FPS und Co. Ist für den Preis halt eine Arbeitskiste, wo ich mal ab und an einfache Spiele mit niedrigster Auflösung spielen kann. Mehr schafft er halt nicht. Wenn ich den kauf und den nur mal zum Ausprobieren mitnehmen würde, kann ich den dann zurückgeben oder gibt's da denn keine Probleme? Ja, natürlich gar kein Problem. Ja, ich probiere es mal aus, wenn ich dann komplett damit durchdrehen, bringe ich ihn wieder zurück. Es wurde uns auf jeden Fall abgeraten, diesen PC zu kaufen, also war eine gute Beratung auf jeden Fall, ich kaufe ihn jetzt trotzdem, weil unser Budget liegt bei 600 Euro lag. Also dann am besten Details reduzieren, nicht alles in voller Pracht und nicht volle FPS. Testet das aus und wenn nicht, bringt es dann wieder. Wir fahren den jetzt zurück, bauen ihn auf und dann sehen wir uns gleich. See you later in the studio, Alligator. Dann bin ich mal gespannt, was wir jetzt hier für einen PC gekauft haben. Die Erwartungen sind auf jeden Fall nicht ganz so hoch, nachdem der Herr im Mediamarkt uns schon gesagt hat, es wird wahrscheinlich nichts, aber wir probieren es einfach. Hacken wir das Gerät mal aus und schauen, was sich da drin verbirgt. Aha. Der Mo ist auch schon ganz aufgeregt. So, auf jeden Fall sehr leicht das Ganze. Das kennt man eigentlich auch nicht, wenn man so einen PC auspackt, dass man den so locker da rausholen kann. Ich mach mal die Seitenteile ab, dann können wir mal einen Blick ins Innere werfen. Im Inneren fällt einem direkt auf, wenn man sich schon mal mit Gaming-PCs befasst hat. Mit Gaming hat es nicht wirklich viel zu tun. Mit den Ketchup-Senfkabeln hier und ziemlich winziges Mainboard. Das hätte auch in ein Mini-ITX-System reingepasst. Denn eine winzige Grafikkarte hier. Aber irgendwie kommt einem das bekannt vor, so ein bisschen. Ich glaube, wir haben genau den PC schon mal bei Otto bestellt. Und alle hatten nur eine Frage im Kopf. Wo hat sie den Captiva Advanced Gaming PC gefunden auf Otto.de. Und jetzt haben wir ihn wieder gefunden. Wieder gefunden bei Mediamarkt. Und obwohl wir hier so ein winziges Mainboard haben, ist es eine ganz interessante Sache, weil das ist nicht irgendein Mainboard, sondern wir haben hier das AMD 4700S Desktop Kit verbaut. Das sagt es den meisten wahrscheinlich nichts, aber das ist tatsächlich der Chip aus der PlayStation 5. Aber da solltet ihr jetzt nicht erwarten, dass ihr auch in diesem PC hier die Leistung von der PlayStation 5 bekommt. Das ist leider nicht der Fall, weil hier werden nur die Chips verbaut, die eine defekte oder nicht richtig funktionierende Grafikeinheit haben, weil bei der PS5 ist das so, die CPU und GPU sind auf einem Chip. Hier haben wir noch eine dedizierte Grafikkarte. Das gibt es bei der PlayStation 5 nicht. Also AMD 4700S ohne Grafikeinheit, die wurde deaktiviert und als Grafikkarte haben wir eine RX
550 von AMD. Und dieses ganze Kit, also so wie wir es hier drin verbaut haben, mit Lüfter, CPU, die CPU ist übrigens fest verlötet, also kann man nicht wechseln. Und diese Grafikkarte, das wird so komplett von AMD verkauft. Die von Captiva haben sich denn gedacht, wir packen das hier in unser schönes Gehäuse und verkaufen das als Advanced Gaming PC. Leicht zum Mitnehmen auch. To go quasi. Das ist ja auch mit Sportwagen immer so. Wenn sie leicht sind, sind das Hochleistungssportwagen. Genau, ja. Die rennen dann immer noch mal schneller. Wobei ich das bei dem hier bezweifle. Ein Highlight haben wir noch. Hier vorne den RGB-Lüfter. Den sehen wir jetzt gleich noch. Der ist hier angeschlossen an diesem RGB-Header. Den haben sie uns noch spendiert. Also wir könnten noch mehr RGB drin aufrüsten. Darum, bevor ich jetzt gleich komplett ausrascht hier, baue ich jetzt hier den Monitor und alles auf, dass ich endlich in Fortnite gehen kann. Also ich habe alles aufgebaut, Monitor, PC, meine Tastatur, meine Maus und wir haben schon die Test-SSD eingebaut, dass ich nicht noch lange Sachen runterladen muss, weil ich will Fortnite spielen und kann jetzt da nicht noch ewig rumwarten. Und zu dem PS5-Chip, falls ihr da mehr Infos haben wollt, Manu hat schon mal ein sehr detailliertes Video dazu gemacht. Wir verlinken es in der Videobeschreibung, also schaut es euch gerne an. Aber ich will jetzt Fortnite spielen, darum erzähle ich euch da gar nicht viel über die Chips, sondern gehe direkt rein in Fortnite. Bevor wir Fortnite spielen, schauen wir aber nochmal hier in GPU-Set und CPU-Set, ob auch wirklich das verbaut ist, was wir hier drin haben wollen. Nicht, dass wir hier hinters Licht geführt werden. Und hier sieht man es jetzt auch nochmal ganz schön. Wir haben den AMD 4700S. Hier steht es auch Desktop-Kit und eine Radeon RX 550. 2 GB Speicher. Also ein bisschen mager, wenn man denkt, so zur heutigen Zeit, die neuen AMD-Karten haben wir irgendwie über 20 GB. Jetzt kommen die hier mit 2, aber das ist halt auch nicht die neueste Karte. Gut, dann bin ich auf jeden Fall gespannt, was wir da in Fortnite so erreichen. Und darum gehen wir auch direkt rein. Und jetzt in den Einstellungen wurde uns ja beim Mediamarkt gesagt, alles auf niedrig stellen. Gut, wir spielen jetzt in Full HD und dann stellen wir aber auch alles auf niedrig. Niedrige Einstellung, so 3D-Auflösung, das würde ich aber ungern auf 50 lassen. Darum mache ich das auf 100%. Und ja, dann haben wir quasi Full HD, niedrige Einstellung, 100% Renderauflösung. Probieren wir es aus, was passieren wird. Und los geht die wilde Fahrt im Battlebus. Du musst dich bedanken. Ja, haben uns bedankt. Gut, Glück gehabt. Und wir haben im Landeanflug 25 FPS. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Das erinnert mich auch so in niedrigen Einstellungen ein bisschen, wenn man das auf so einem Android-Telefon, so Huawei oder sowas spielt. Dann schauen wir mal, ob es hier einen Loot gibt. Nee, natürlich nicht. Perfekt. Hier Shotgun und hier ist noch ein komisches Getränk. Und irgendwie auch vom Takt her komisch. Eigentlich sollte die Karte, glaube ich, höher takten. Wir haben jetzt hier so 600 bis 700 MHz und eigentlich sollte die über 1000 MHz takten. Ich kann da gleich mal einen Trick ausprobieren, dass wir da vielleicht noch ein bisschen mehr rauskitzeln können. Eigentlich sollte es ja nicht so sein, wenn ich mir den PC bei Mediamarkt kaufe, erwarte ich ja auch, dass ich direkt damit losstarten kann, ohne zu tricksen. Aber bevor ich das mache, muss ich erst noch den Loot einsammeln, weil ohne Loot geht hier gar nichts. Gut, hier gibt es kein Loot. Darum verstecke ich mich hier. Dann stelle ich einfach hier in unserem MSI Afterburner das Power Limit mal nach ganz rechts quasi Vollgas. Und da sehen wir schon, wir haben jetzt 1071 MHz. Und es läuft auch direkt flüssiger. Weiß nicht, was die da gemacht haben. Eine Drossel eingebaut oder so, dass wir nicht Fortnite spielen können. Aber da muss man auch dazu sagen, die Leute, die sich diesen PC kaufen, die werden wahrscheinlich eher weniger das Power Target hochstellen, weil die kaufen das Ding und denken sich, wow, Gaming. Weil er hat ja auch den RGB-Lüfter, der suggeriert ja auch, wir haben hier ein Gaming-PC, RGB gleich Gaming. Aber ich fand, wir wurden eigentlich ganz gut beraten. Er hat uns gesagt so, 600 € Gaming-PC würde ich jetzt nicht machen, eher schwierig. Er wollte mich vor diesem PC bewahren. Ich habe mein Schicksal denn doch selber in die Hand genommen und habe gesagt, ich will genau den PC. Und man muss auch dazu sagen, vielleicht hatten wir jetzt auch Glück mit unserem Mediamarkt-Mitarbeiter oder andere Leute, die gehen einfach hin und schauen sich die PCs an und kaufen den, ohne irgendwie nachzufragen. Wenn man nicht nachfragt, schwierig. Wenn man denn hier an diesen Captiva Advanced Gaming-PC gerät, da könnte man dann schon enttäuscht werden. Gerade wenn da irgendwie ältere Leute kommen, die irgendwie für ihre Enkelkinder oder keine Ahnung, für ihre eigenen Kinder zum Geburtstag, was weiß ich, ein Gaming-PC kaufen wollen und dann steht auf einmal der Captiva-PC. Da geht denn halt mit Gaming nicht wirklich viel. Der schwimmt. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei, dass die Leute nicht mehr zurückschießen. Mo, Headshot, noch einer.
Ja, ich habe ihn. Dem haben wir es gezeigt. Falls ihr schon mal irgendwie Erfahrungen gemacht habt mit Mitarbeitern in irgendwelchen Elektrofachmärkten, da gibt es ja verschiedene, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare, würde mich echt interessieren. Und schreibt auch gerne dazu, ob ihr überhaupt noch zum Mediamarkt oder zu anderen Elektrofachmärkten geht oder ob ihr nur noch online kauft, kann ja auch sein. Heutzutage mit Amazon und so weiter geht das alles so einfach. Gegner auf 12 Uhr. Wo ist er? Mo? Ich baue einfach mal irgendwas. Ja, dann denkt der Bruder muss los, der baut. Oh, Alarm! Der schmeißt mit Granaten. Boah, war der schlecht, aber ich war noch schlechter. Und jetzt nimmt er meinen ganzen Loot. Gut, sei's drum. Alt F4 und 3D-Mark. Auch mal was Neues, dass wir unsere Tests mit Fortnite starten und nicht mit 3D-Mark. Weil eigentlich kommt da immer 3D-Mark als erstes, aber ich war zu ungeduldig. Ich konnte nicht länger warten auf Fortnite. Und wir sind drin im 3D-Mark. Ziemlich holprig das Ganze. Aber wir haben unsere 1071 MHz noch, weil wir unseren Power-Target da hochgestellt haben. Und 6 FPS. Naja, ich bin schon gespannt, was es da für ein Ergebnis rauskommt. Und dann können wir es auch mit unserem anderen 600-Euro PC vergleichen. Darum sehen wir uns gleich, wenn das hier durchgeruckelt hat und wir beim Ergebnis angekommen sind. Also unser Ergebnis ist jetzt da. Das Ding dreht total durch. Ganz normal bei einer PlayStation halt. Klar, es war jetzt am Ende der CPU-Test. Darum dreht es der Lüfter nochmal auf Vollgas. Wir haben einen Score von 682 Punkten, einen Grafikscore von 588 und CPU-Score von 8008 sogar. Das Ganze können wir jetzt vergleichen mit dem 600-Euro PC, den wir aber schon vor, lass mich lügen, in einem halben Jahr oder so vorgestellt haben. Der sollte vom preislichen her immer noch um die 600€ liegen, also da hat sich gar nicht so viel getan. Und bei der Konfiguration waren i3 12100F und eine RX 6500 XT verbaut und da kamen wir auf einen Score von, glaube ich, irgendwie über 5000 Punkte. Jetzt haben wir 600, also sehr mager. Und wenn wir nochmal auf Fortnite zurückkommen, da hatten wir so um die 50 bis 60 FPS mit niedrigen Einstellungen. Da hatten wir mit dem 600€ PC auch in Full HD, aber mit hohen Einstellungen 80 bis 90 FPS erreicht. Also man bekommt für 600€ doch schon einiges mehr Leistung wie mit dem Teil hier. Und dazu muss man auch sagen, wir haben ja noch das Power Target erhöht, also quasi nicht ganz die Stockleistung, was das eigentlich hat. Mit der Leistung von dem PC bin ich nicht ganz zufrieden, aber ich habe extra nachgefragt, kann ich ihn mitnehmen und ausprobieren? Der Mitarbeiter hat gesagt, klar, nimm ihn mit, probier es aus. Wenn es nicht funktioniert, kannst du ihn auch wieder zurückbringen. Dann schauen wir mal, wie das Ganze abläuft. Und dann sehen wir uns draußen wieder. Dann gehen wir rein und bringen das ganze Ding zurück und hoffen, dass wir unsere Kohle wiederbekommen. Viel Erfolg. Danke. Und rein da. Wir kriegen unser Geld wieder. Ich muss jetzt noch rüber an die Kasse, um das Geld zu holen. Hat alles funktioniert. So, wir haben uns jetzt kurz mal hier einen Platz im Schatten gesucht. Ich bin rein. Hab gesagt, ich will es zurückgeben. Dann hat sie gefragt, warum. Dann habe ich gesagt, nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Fortnite geht nicht. Dann hat sie gesagt, okay, klar, dann nehmen wir es zurück. Dann hat die irgendwas getippt kurz, mir den Zettel gegeben und dann konnte ich an der Kasse schon das Geld wieder abholen. Einfacher kann es eigentlich nicht funktionieren. Das war jetzt eigentlich insgesamt eine gute Erfahrung, was wir gemacht haben. Klar, mit dem PC die Erfahrung war nicht ganz so gut. Aber da hat uns der Mitarbeiter von dem Markt ja eigentlich auch davon abgeraten. Wir haben uns ja selber dafür entschieden, es auszuprobieren. Und damit hätte ich gesagt, schreibt uns gerne mal in die Kommentare, wie fandet ihr das Video? Der Mo und ich hier im Undercover-Einsatz mal, auch mit versteckter Kamera und so. Ich fand es irgendwie schon witzig, so undercover in so einem Markt unterwegs zu sein. Ich weiß nicht, wie es dem Mo ging, ich als versteckter Kameramann, aber ich glaube, dem war auch nicht ganz wohl dabei. Und dann hätte ich gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da und wir sehen uns bald wieder.